Ja, die Jubiläumsausgabe der Apropos Pferd, natürlich wieder mit dem internationalen Springturnier. Das Team rund um das Reitzentrum Bad Fischau, rund um den Michael Rösch ist wieder überall fleißig gewesen, Tage und Wochen lang. Jetzt geht es endlich los. Michael, ja, jetzt auch schon ein routinierter Turnierleiter, kann man sagen. Bewährtes erhalten und immer wieder kleine Schrauben drehen. Das war das Motto deines Vaters und ist auch dein Motto. Was ist heuer neu beim Springturnier? Wir haben natürlich jetzt versucht, diese Werte, die mein Vater 17 Jahre in diese Veranstaltung gebracht hat, weiterzuführen. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben heuer ein bisschen einen Zahn wieder zugelegt. Wir haben auf der technischen Seite einige Neuerungen gemacht. Es gibt eine große neue Video-Wall, es gibt einen neuen Eingangsbereich, eine Kiss-and-Cry-Zone. Wir haben den Bereich Außen, den Außenabreiteplatz, noch ein bisschen vergrößert, ein bisschen schöner gestaltet. Ich denke, das ist wichtig. Für unsere Partner, für die Sponsoren, die diese Veranstaltung tragen, gibt es heuer erstmalig eine Kooperation mit dem ORF. Die hat es vor 10 Jahren einmal gegeben, aus finanziellen Gründen konnten wir es bisher nicht machen. Heuer ist es uns wieder gelungen. Darauf sind wir eigentlich sehr, sehr stolz. Und ich denke, das sollte die Veranstaltung dementsprechend weiterbringen. Lass mich mal ganz kurz auf den einen Punkt zu sprechen kommen, die Kiss and Cry Zone. Die werden wir uns nachher auch nochmal anschauen. Können die Leute auch im Livestream sehen, was soll sich dort abspielen, was spielt sich dort ab? Das ist der Platz für Pfleger, Trainer, Anverwandte zum Daumen drücken. Ja, es ist so, dass beim Sport natürlich gibt es Emotionen und diese Emotionen muss man zeigen. Das ist Kiss und Cry und es ist an und für sich üblich bei internationalen Veranstaltungen, dass die Pfleger und Besitzer, die ja extrem mitfiebern mit ihren Schützlingen, mit ihren Pferden, mit ihren Reitern, irgendwo einen Bereich brauchen, wo sie diese Emotionen ausleben können. Und das ist natürlich am Einritt, ja, und wir haben heuer es mit unserem Partner Zezelitsch Ford so gemacht, dass wir dieses Auto dort wegrationalisiert haben. Die sind jetzt auf der großen Video-Wall präsent, ja, was dem Partner auch ein bisschen mehr Spaß macht und wir haben dadurch Raum geschaffen für diese Kiss and Cry Zone, die auch jetzt schon im ersten Bewerb sehr gut genutzt worden ist. Dort haben wir Leckerlis positioniert, damit die Pferde, die den Parcours erfolgreich absolviert haben, danach auch eine Freude haben und das ist wie gesagt der Platz, wo es diese Emotionen zu sehen gibt. Da hätte ich einen Vorschlag an den Verkauf, an die Sponsoren, Werber des Turniers, ich glaube Kleenex und Sigeti waren für die Kiss and Cry Zone genau die richtigen Namensgeber. Michi, es ist jetzt losgegangen, ein bisschen ein Überblick über das Turnier, was sind die Big Names, wer sind die Stars? Auf wen dürfen sich die Besucher hier in der Arena Nova freuen? Ja, es ist ein bunter Mix, was uns persönlich sehr freut. Es beginnt mit den Kleinsten, mit der Vierzügelklasse. Die sind am Sonntag dann dran. Es gibt Ponyreiter, die besten Ponyreiter Österreichs sind bei uns am Start. Die besten Junioren Österreichs sind bei uns am Start in der Juniorentour. Und das geht dann hin bis zu unserem Star, zu unserem Aushängeschild, dem Hugo Simon. Und heuer ist Jo Frieling wieder mit dabei. Das ist der Mannschafts-Olympiasieger von 2012 auf London. Das ist der Mannschaftsweltmeister und Europameister. Und der wird heuer gemeinsam mit den nationalen Stars, wie einem Dieter Köfler, einem Christian Schanz und so weiter, sich heuer versuchen, den großen Preis im Prinzip zu erreichen. Hugo Simon könnte hier Geschichte schreiben, wenn er das nicht schon längst getan hätte. Er könnte nämlich zum dritten Mal in Folge den großen Preis abräumen. Du hast gestern schon ein bisschen mit ihm gesprochen, wir werden das nachher auch noch tun, aber dein Gefühl, er ist gut drauf, es ist unfassbar, auch seine Pferde topfit, die Chance lebt. Ja, ich glaube, der Hugo ist heiß. Ja, ich sage es einfach einmal so. Wir haben ihn vor einigen Wochen ja bei uns zu Hause beim Grillen gehabt und da haben wir schon gesagt, na Hugo, wie schaut's aus? Kommst du uns heuer wieder besuchen? Und er sagt, er reitet nur noch wenige Turniere, ausgesuchte Turniere und eins davon ist hier bei uns in der Arena Nova. Und er ist gekommen, er ist topfit, er ist top motiviert, er geht mit einem Lachen hier durch die Reihen und das taugt uns. Und ich glaube, er ist ein heißer Kandidat gemeinsam mit dem Jo Frieling, dass er heuer den großen Preis gewinnt. Das weiß man ja. Er kommt nicht einfach so zum Reiten. Das könnte er zu Hause auch. Wenn er wo an den Start geht, dann will er auch gewinnen. Ein berühmter Ausspruch von Hugo Simon ist auch, ich muss nur einmal am Wochenende gut sein, nämlich am Sonntag beim großen Preis. Trotzdem ein Jo Frieling, aber auch etliche Österreicher, die ihm hier im Knack sind. Wenn du jetzt eine Platzwette vielleicht abgeben müsstest, was wären noch so die Kandidaten? Zwei haben wir genannt. Also wie gesagt, Hugo Simon steht ganz vorne, Jo Frieling vielleicht in der zweiten Reihe. Ich denke, das würde auch dem Publikum hier Spaß machen, wenn der Jo Zweiter wäre und der Hugo gewinnen würde. Dieter Köfler ist aus meiner Sicht ist sehr heiß und der Christian Schranz hat die letzten Turniere, auch Casino Grand Prix Finale, eigentlich immer wieder gezeigt, dass er gut dabei ist und das sind so für mich die heißen Kandidaten. Eigentlich alles schon ein bisschen die reiferen Herren. Ich persönlich hoffe auch, dass ein paar von den Jungen endlich da wieder dabei sind, so wie früher mal ein Stefan Eder hier in der Arena Nova ja auch seine Karriere so richtig den Turbo Boost gegeben hat. Ne?
Ja, mit Sicherheit. Es wäre für den österreichischen Sport wichtig, dass die jungen Reiter nachkommen. Es ist die Staatsmeisterin, die Isabel Karajan, Roman Karajan, auch bei uns am Start. Die jüngeren Teilnehmer gibt es nicht allzu viele, aber das hat man leider bei der Staatsmeisterschaft auch gesehen. Es kommen aktuell noch nicht so viele nach. Und ja, da wird man sich mit Sicherheit im österreichischen Sport auch was überlegen müssen, dass es da einen dementsprechenden Nachwuchs gibt, der dann auch in die Weltspitze vielleicht mehr vordringen kann. Aktuell ist es, glaube ich, da ein bisschen dünn. Und damit hätte man vielleicht auch ein bisschen eine Diskussionsgrundlage gelegt, damit die Tische hier belebt werden können aufs Wochenende. Der Rahmen passt, die Atmosphäre passt. Wir freuen uns auf ein tolles Turnier. Danke, Michael Rösch. Ich sage danke.